Willkommen zurück in Bagdad. Ich kann das nicht. Herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Mirage. Oh, wir betreten wieder Bagdad. Und wir müssen unser Fahndungslevel runterkriegen. Okay, der hat jetzt nur ein bisschen suspekt geguckt, aber wie durfte denn passieren? Ich durfte sogar durchs Tor, ich wurde nicht attackiert, gar nichts. Vorsicht. Entschuldigung. So. Ahmad könnte sich in Bimaristan befinden. Gut, aber erstmal brauchen wir die Fahndungsfotos. Zu Fuß sind wir schneller innerorts als mit dem Kamel. So. Genau! Ich falle besser nicht auf. Die scheiß Gesetzesbrecher überall. Ich hasse die wie die Pest. Hingerichtet gehören die. Für Recht und Ordnung. So, haben wir hier noch irgendwo ein Poster? Irgendwo noch ein paar Fanplakate von mir? Gar nicht? Oh. Ach, direkt neben dem Kopf. Krass, oder? So, aber ich sehe hier kein weiteres Poster. Ich bin vielleicht auch in den falschen Ecken unterwegs, ne? Es wird echt Zeit, dass wir mal langsam einen legalen Weg einschlagen, ja? Dass wir mal eine Mission machen, ohne auch nur einen Menschen zu töten. Vielleicht mal so ein friedvolles Attentat. Hm? Und, dass wir unseren Recht und Ordnung... Ich meine, die Gesetze sind ja nicht grundlos hier, ne? Okay, ich finde jetzt auf Anhieb kein weiteres Plakat hier vorne. Hallo, Vibe. Du musst nicht mit mir reden. Ist kein Grund, Trübsal zu blasen. Es gibt so viel, wofür es sich zu leben lohnt. Oh, ich habe auch gar keine Hilfsmittel mehr. Da war ja was. Oh, das... Oh, ja, hier. Und noch ein paar Bärchen. So. Ah, wir finden so ein Plakat schon nebenbei, ne? Wir halten uns erstmal ein bisschen bedeckt, achten ein bisschen auf Recht und Ordnung und dann dürfte uns nichts weiter passieren. So. Für Recht und Ordnung. Was? Auch gleich die Hand abpacken. Ein Beutelschneider. Warum bist du so erschüttert? Ein Dieb, ein Beutelschneider, seht nur. Ich hab alles gesehen. Es war der Typ da. Der neben der Frau. Wo bist du, Dieb? Da, da, wenn ich's doch sage, hier. Da, der war das. Schade, ich würde gerne mit dem Finger auf Leute zeigen können und damit so die Wachen irritieren. Wie geht ein Dieb um? Der war das. So unschuldige Passanten in die Schnauze. Könnte ich das wirklich mit meinem Gewissen vereinbaren? Natürlich nicht. Oh. Hat die mich beleidigt? Der Bimaristan. Hier versammeln sich die besten Heiler Bagdads. Wenn ich Hakim Hassan finde, dann auch Ahmad. Okay, also Hakim Hassan müssen wir finden. Oh, hier ist die Kiste.
oben. Ja, genau, bei den ganzen Wachen, das war ja so klar. Okay, Ahmad. Könnten ja mal. Ein Kilo können wir nicht rufen. Hilfe im Männerbereich benötigt. In dieser Abteilung wimmelt es von Opfern des Brandes im Haus der Weisheit. Zusätzliche Hilfe wird benötigt, um überzählige Patienten in verfügbare Räume zu bringen. Okay. Oh. Meint die mich? Ich stelle doch nur Nachforschung an. Das sind Beweismittel. Ich suche jemanden. Trampel nur auf dem Gesetz herum. Du wirst es später bereuen. Alter, die Alte sieht ja alles. Das mag das stümperhafte Gekritzel verrückter Kinder sein, aber die Schochter wird dennoch nicht wollen, dass man ihr Kunstwerk abreißt. Oh je, das könnte richtig hässlich werden. So wie deine Mutter. Sollten wir das nicht der Schotter melden? Entschuldigung. So. Warum soll ich den bewegen? Damit ich da hochkomme, okay. So. Wie es auch keinen interessiert, ist so ganz normal. Da kommt ein Typ und verrückt einfach mal einen Schrank. Das mache ich jetzt auch. Gehe das nächste Mal, wenn ich im Freibad oder so bin, im Krankenhaus, gehe ich einfach mal rein und dann schiebe ich die Schränke umher. So, klimper, klimper. Oh, hier können wir auch noch was mitnehmen. Und eine wunderschöne Truhe. So. Wir könnten mal unsere Waffen aufwerten. Wobei, eigentlich sollten ja... Ja, bei ihm müsste ja... Bei dem Skin müsste ja eigentlich alles voll aufgewertet sein. Aber wir können ja die anderen mal fertig machen. Einfach mal so. So. Gut, Enkidu können wir nicht rufen. Müssen wir das so machen? Ja, klar. Ich muss nach unten. Oh. Ist es das, was ich denke, was es ist? Falsche Truhe. So, da haben wir auf jeden Fall noch eine drinne. Wir müssen ja eh noch mal nach unten. Hier kommen wir jetzt nicht rein. Dann würde ich später noch mal hochkommen vielleicht für die Truhe. Oder wollen wir die erst holen? Ich meine, wir sind ja gerade oben. Wir haben ja Zeit, ne? Und Gegner. Okay, wir sind zu weit weg. Gucken wir mal, ob wir hier lang gehen können. Wir können ja erstmal unten lang gehen und machen erstmal hier. Wir suchen erstmal, ne? Müssen erstmal nach dem Acht finden. Und dann gehen wir nochmal da an diese Truhe bei. So, mit wem dürfen wir denn sprechen hier? Jedenfalls schockiert. Ach, geht mir genauso. Ich habe das mit den Taschendiebstählen mitgekriegt. Furchtbare Sache. Wirklich furchtbar. Und der Brand im Haus der Weisheit. Wieder einer von der Grabungsstätte. Diesmal ein gebrochener Finger. Und nach der Behandlung wurde er bald wahnsinnig. Besser, wir sprechen nicht über solche Dinge. Irgendwie muss ich in Hakim Hassans Arbeitsstube gelangen.
Hakim Hassans Arbeitsstube. Kein Zutritt, ohne entsprechende Erlaubnis. Wer Hilfe benötigt, wendet sich bitte an die Oberschwester. Ist das die, die mich gerade die ganze Zeit angezählt hat? In welcher Tür waren die drin? Hier drüben, ne? Kann ich mit dir reden? Das habe ich verstanden. Du bist es nicht. Finde die Oberschwester. Oh. Hallo. Ich wollte eigentlich noch mit dir reden, aber das geht nicht. So. Hachmarz. Achmarz. Hamasans Arbeitsstube. Ich habe einen Schlüssel, weil ich arbeite hier. Ist alles ganz normal. Haben wir Enemies? Perfekt. Wunderbar. So. Ich habe hier doch eben... Dieser Brief belegt es. Hassan ist dem Orden tief verbunden. Die Wirksamkeit unserer Entdeckung. Mein lieber Arabiso, die Arbeit an dem Gerät kommt wunderbar voran. Der Erfinder wird uns, ohne es zu wissen, den Schlüssel geben, um sein endloses Potenzial zu entfalten. Die neuen Teile, die ich letztes Mal erwähnte, sind auf dem Weg zum Haus der Weisheit. Die Stunde unseres Ordens steht kurz bevor. Asdaha. Suche die Arbeitsstube des Arztes nach Hinweisen zu seinem Verbleib ab. Mart könnte sich in... Ja gut. Arbeitsstube. Das Zeichen des Ordens. Damit wäre wohl bewiesen, dass Hassan zu ihnen gehört. Finde den Aufenthalt des Arztes heraus. So, also der Hassan, der ist ein ganz böser Arzt. Der gehört zu bösen Männern. Hat sich einer Sekte verschrieben. So. Gut, da wir hier eigentlich alles durchgeguckt haben. Aber noch einmal Kontrolle. Könnte noch ein höher sein, ne? Wie bekomme ich euch da weg? Belausche die Ärzte in 23 Metern. Ne, also hier auf jeden Fall nicht. So, das heißt, wir müssen definitiv hier rumgehen. Wir können ja hier durchs Fenster mal gucken, wo wir hinkommen. Aha. Oh. Ja. Moin, soweit. Das war jetzt aber unangenehm. Vor uns kann sich nichts verstehen. Ah. Jetzt dürfen wir. So. Zu weit weg oder sind das keine Soldaten? So, hier vorne haben wir auf jeden Fall eine schöne Kiste. Ich hoffe, an die komme ich auch ran.
Okay. Welche Ärzte denn? Ich soll die da belauschen. Und soll nach hier oben gehen. Wie soll denn das funktionieren? Also von hier? Die an der Hüfte habe ich von Talals Ausholbewegung. Inasrin war einem Griechen. Weil eigentlich müsste ich ja dann nochmal runter gucken, damit ich die belauschen kann, ne? Bin schon weg. Das war keine Absicht. Ich mache manchmal nicht das, was ich will. Ah. Einige Gelehrte aus dem Haus der Weisheit haben sich beim Versuch, die Bücher zu retten, verbrannt. Wir brauchen dieses Zimmer. Nein, das ist Hakim Hassans Privatlabor. Es ist verschlossen. Niemand darf hinein. Also sollen wir die Verletzten einfach draußen lassen? Antwortet mir mal jemand. Bitte, senke deine Stimme. Du beunruhigst die Kranken. Hakim Hassan hält sein Labor verschlossen. Warum wohl? Ja, das fragen wir uns alle. Höchstwahrscheinlich hat er was zu verbergen. So, jetzt brauchen wir einen Schlüssel und den haben die beiden hier vorne. Nee, den haben nicht die beiden hier vorne. Ich weiß nicht, wie ich die da wegkriegen soll. Am besten ist, ich arbeite mich wieder von oben nach unten. Obwohl, ich bin ja hier noch auf gleicher Etage, ne? Was war das? Geh doch mal gucken. Überraschung. Oh, das war eine Überraschungsfete. Hat ihn voll aus den Socken gehauen. Gut, aber wie gehen wir jetzt weiter vor? Wir brauchen hier unten den Schlüssel. Wir haben hier noch so einen gepanzerten Typen. Sag, du ziehst doch immer El Kach in den Rücken von Ali, oder? Ich muss zu meinem Mietwagen und dann zum Bebasham. Also musst du dem Kadi allein Bericht erstatten. Ich muss nachher den Kadi... Hey! Komm, oh nein, es kommen beide. Wie tief die Großen gesunken sind. Hat das irgendwer mitgekriegt? Nee, ne? Der ist versteckt. Das sieht doch keiner. Kann ich mit denen? Ja, wunderbar. Noch besser wäre, da wäre so ein kleines Vordach, ne? So wie hier. Jetzt geh doch mal runter von der Mauer. Wieso machst du nicht mehr, was ich will? So. Ja, das besser. Schön. Ist doch herrlich. Da liegt er wohl behütet. Das kriegt er nicht mit, ne?
hier. Scheiße. Ich sehe halt nix. Das... Boah, Junge, ey! Was eine schwere Geburt, das war so Billo-Krieger. Hm. Komm mal her. So. Wunderbar. Und das war echt, das war so ein Loser mit dem Speer. Wie? Vielleicht war es nicht. Du bist da irgendwo, oder? Das ist so ein bisschen ärgerlich, dass jetzt natürlich wieder so ein Billo-Krieger kommt statt der Große. Den werdet ihr nicht vermissen, oder? Okay. Wer kommt jetzt? Ich fühle es. Wie? Es kommt doch mal einer von euch beiden. Immerhin. Wenn der Dicke dann wegguckt, dann können wir ihn ausschalten. Ah, komm im Busch. So. Wie dumm ist das denn gewesen, bitte? Drücke F, um ihn auch zu eliminieren. Schmeiß das Messer gegen die Wand. Ey, das war eben so dämlich. Das war so blöde. Das ist so unfassbar. Finde den Schlüssel, um die Tür zu öffnen. Okay. Ich dachte, da drinnen wäre der Schlüssel, um die Tür zu öffnen. Was siehst du? Gut, wir haben hier oben haben wir noch eine Kiste. Wir haben hier noch ein paar Soldaten. Da wird aber der Schlüssel nicht angezeigt. Was mit denen dann? Dann haben wir noch ihn hier. Da hinten auf der Mauer, aber das interessiert nicht. Was geht denn hier drunter? Oh, was ein Jaffel. Kein Schlüssel. Der Schlüssel könnte theoretisch ja hier in dem Raum sein, wo die Kiste ist. Aber hier wird mir keiner angezeigt, ne? Hier haben wir auch noch eine Kiste, vielleicht auch dort drinne. Okay, wir müssen uns weiter vorarbeiten, würde ich sagen. Nehmen wir erstmal die beiden da hinten weg. Ja. Die aufregenden Posten sind furchtbar, die sind mega gefährlich. So, hier haben wir leider kein Vordach. Kleinen Moment.
Der ist so dick, den kriege ich da nicht so leicht rein. So. Ich brauche den Schlüssel. Die drei sind gar nicht markiert. Es gibt noch einen anderen Weg rein, oder? So. Okay. Jetzt müsste ich die erste Tür hier reinkommen. Vielleicht sollte ich das nicht zu laut sagen. Aufpassen, Hassan, aufpassen. Was ist mit ihm denn los? Okay. Also erst dort drinne. Ich muss den Schrank hier theoretisch rüberziehen, ne? Ich sehe fast gar nichts. Was? Oh, oh, oh. Ich hoffe, ich brauche jetzt keine Wurfmesser mehr für irgendwas. Bestimmt wieder für die Truhe. Da werde ich wieder Wurfmesser für brauchen und die habe ich jetzt nicht mehr. Deinetwegen hier. Ich könnte F drücken, aber ich kann ihn auch einfach so abschlachten. Gille, 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 guck mal, eine Feder. Der Arzt ist tot. Dann suche ich mal Ahmad und löse dieses blutige Rätsel auf. Oh. Basim, was ist hier geschehen? Wo warst du, Ahmad? Ich war unterwegs. Ich bin immer unterwegs. Sagst du mir, was passiert ist? Wusstest du, dass dieser Mann zum Orden gehörte? Er rief mich vor einigen Wochen zu sich, nachdem sie etwas in der Wüste gefunden hatten. Einen uralten Apparat. Sie brauchten mich. Und du stelltest keine Fragen? Ich stelle nie Fragen, wenn es um die Arbeit geht. Du? Erzähl mir von diesem Apparat. Er öffnet einen Weg im Geist, einen Weg in die alte Welt. Dieser Mechanismus scheint irgendwie die Tore der Wahrnehmung zu öffnen. Hast du es selbst gesehen? Nein, aber Geschichten gehört. Diejenigen, die es sahen, sind verloren. Sie halten das, was sie sahen, für die Wirklichkeit. Sie glauben, sie gehören in diese alte Welt. Ich wusste nicht, dass der Orden beteiligt ist. Hätte ich es gewusst, ich wäre zu dir gekommen. Ich wurde aufgehalten, Basim. Du kennst mich doch.
Du verlässt diesen Ort und kehrst ins Bruderschaftshaus zurück. Ich erzähle niemandem davon, wenn du es nicht tust. Aber können wir ihn trauen? Welch eine Schande, dass Wissen immer in den falschen Händen landet, oder, Basim? Ich bin mir nicht sicher, ob wir ihn trauen können. Ein blutiges Durcheinander. Kopfverbände. Aber das ist nun mal ein Bimaristan. Ah, Bimaristan, das Krankenhaus. Erleuchtung. Es war nur ein kurzes Aufblitzen des hellsten aller Reiche. Sein Lodern nahm meinen Schatten von mir und ich erkannte mich als selbstsüchtigen Mann. Denn wer bin ich, das zu horten, was jenseits dieser Tür liegt? Die Unwissenden sollen vor Arus erzittern, doch ich, Fasil, werde sie an die Hand nehmen und langsam, wie aus dem Schlaf gerissene Kinder, werden sie ihre Augen reiben, ob des Lichts blinzeln und unsicheren Schrittes in den neuen Morgen stolpern. Diese Schaubilder bringen mir nichts. Gut, mir auch nicht. So, hier können wir noch ein bisschen was einstecken. Aber das war's dann auch schon. Ich würde gerne... Ja, Bruderschaftshaus, okay. Wir haben eine neue Quest, die wir annehmen können. Das hier haben wir fertig. Könnten jetzt hier das große Werk. Wir könnten den anfangen. Den lassen wir erstmal raus. Den können wir vielleicht später mal als Nebenquest noch machen. Ich würde gerne die Main Story erstmal spielen. Scherben sammeln wir noch. Da Wisch müssen wir nur die Sachen bringen. Das heißt, wir haben eigentlich auch nur die Mission hier. Aber ich würde gerne, auch bevor ich die auswähle alleine, mir vorher diese Kiste holen. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Schaltet morgen gerne wieder ein, dann holen wir uns die Kiste und danach geht's weiter. Mit den Orden. Bis morgen.